Da weiß ich ja gar nicht, was ich jetzt sagen soll, ne? Ursprünglich, das heißt ja hier irgendwie Musiker treffen Kabarettisten, ne? Ernsthafte Musiker. Eigentlich waren wir als ernsthafte Musiker eingeplant. Und dem Ruf wollen wir jetzt natürlich auch gerecht werden. Es folgt Mozart. Und zwar aus dem Köchelverzeichnis die 385, der dritte Satz, Allegro. Gespielt auf dem Originalinstrument auf Bier. Ich spiele heute einen Stauder aus dem Jahre 1867. Mozart hat das Vorgängerbier gespielt. Ah, Moment, ich hätte gesagt, ja, pass auf. Also, ich kann darauf mehrere Töne, das wisst ihr gar nicht. Ich kann darauf mehrere Töne spielen. Ich kann einen tiefen spielen, einen hohen und alles dazwischen. Geil, oder? So. Ich habe das rausgefunden, da war ich 14. Auf einer Granini-Limo. Naja, Bier klingt aber besser. Und tatsächlich hat Ayman Abdallah, den kennt ihr von Galileo und anderen solchen Sachen, hat rausgefunden, dass man auf einer Bierflasche aber nur einen Ton machen kann. Ich hingegen kann mehr, also bin ich scheinbar cleverer als Ayman Abdallah. Und das wollte ich ausnutzen. Ich wollte daraus Profit schlagen und habe mir gedacht, ich bewerbe mich bei Wetten, dass, als es das noch gab, und habe gesagt, ich wette, Hanke B. aus B. wer wettet, dass er auf einer Bierflasche durch den Monsun von Tokyo Hotel spielen kann. Und das auf einer PlayStation SingStar-Konsole und damit mehr Punkte machen, als wenn Bill Kaulitz das singt. Aus konzepttechnischen Gründen abgelehnt, deswegen mache ich jetzt Kultur. Das ist ja sehr schade, egal ob man Bier als Musikinstrument benutzt oder ob man es trinkt, es ist irgendwann alle. Und diesem traurigen Thema haben wir uns angenommen und eine alte deutsche Volksweise benutzt, um das rüberzubringen. Es folgt jetzt also deutsches Lehrgut. Ach, es ist kein Bier mehr da, alle Flaschen, alle. Oh, ich finde keine Ruh, und die Tanke hat schon zu. Ach, es ist kein Bier mehr da, alle Flaschen, alle. Kein edler Tropfen zum Verzehr, nur der alte Kirschlikör. Ach, es ist kein Bier mehr da, alle Flaschen, alle. Ich brauch kein Luxus und kein Prunk, nur nen kleinen Schlummertrunk. Doch es ist kein Bier mehr da, alle Flaschen, alle. Das Gute ist aber, diese Geschichte hat ein Happy End. Ich suche überall und find, und ich freu mich wie ein Kind. Es war ja noch ein Bierchen da, das mach ich jetzt alle.